Servus, ich bin der Chris Klinker, bin mittlerweile schon 14 Jahre hier in Bodersdorf, habe in der Surfschule Surflehrer angefangen und bin dann recht schnell in den Shop, in die Reparaturen reingekommen, weil ich meine eigenen Sachen selber auch reparieren wollte. Und mittlerweile stehe ich jetzt schon jeden Tag für euch im Shop in der Saison. Wellenreiten oder im Allgemeinen Wellen ist meine Leidenschaft und das hat mich auch schon sehr viel herumgebracht. Da investiere ich sehr viel Zeit, dass ich mir viele Orte anschauen kann und bin schon sehr viel herumgekommen und komme trotzdem immer wieder zurück. Bodersdorf ist mittlerweile sowas wie eine Heimat geworden eigentlich. Ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Arbeit, ich wohne hier. Und das ist sozusagen auch der Ausgangsspot, wo ich mich immer wieder sammle und dann im Winter wieder neue Reisen angehe und neue Herausforderungen. In Bodersdorf gehe ich sehr viel Windsurfen, vor allem Freestyle-Windsurfen hier am See, wenn es guten Wind hat. Am besten so 8 Windstärken aufwärts, das ist dann zum Windsurfen so richtig cool. In den letzten Jahren habe ich auch das Foilen für mich entdeckt. Und das Foilen eröffnet halt ganz neue Dimensionen. Das ist unglaublich versatil einzusetzen, auch mit allen Windsport- und Surfsportarten kombinierbar. Und ist einfach effizienter. Man braucht weniger Wind, weniger Welle, weniger Motor. Und das Feeling davon ist unglaublich. Dennoch gehe ich auch immer wieder mal Stand-Up-Paddeln oder auch Kiten da am See. Beim Kiten kann ich Surfboards verwenden und das bringt mich dem Surfen wieder ein Stückchen näher. Die Kite- und Windsurf-Szene in Bodersdorf ist im Großen und Ganzen schon eine coole Community und es ist Surfsport, es ist ein Miteinander, die Elemente hier ausnutzen und seinen Sport ausüben und alle wollen Spaß haben. Der See ist groß genug, also ich würde das schon als ein gutes Verhältnis einschätzen. Und so versuche ich, so gut es geht, mein Leben mit dem Surfsport zu verbinden. Auf der ganzen Welt und vor allem hier in Bodersdorf.